Und im Düsseldorfer Landtag begrüße ich meinen Kollegen Ralf Goldmann. Was kann denn der Bundesinnenminister zur Aufklärung beitragen? Ja, Bundesinnenminister de Maizière ist ja kurz nach den Vorfällen in der Silvesternacht mit einer Aussage an die Öffentlichkeit gegangen. Da hat er gesagt, so kann Polizei nicht arbeiten. Und er meinte damit natürlich die Landespolizei, die dem Innenminister Ralf Jäger von der SPD unterstellt ist. Man muss aber auch wissen, die Bundespolizei war zuständig für die Sicherheit im Bahnhof, auf den Gleisanlagen und in den Zügen. Und offenbar ist dort auch einiges schiefgelaufen. Es waren insgesamt 70 Bundespolizisten im Einsatz. Warum es nur so wenig waren, das wird vielleicht heute geklärt werden. Es ist gerade der Chef der Bundespolizei, Dieter Rohmann, im Ausschuss. Er wird dort als Zeuge aussagen. Danach der Staatssekretär im Innenministerium. Und heute Nachmittag um 3:30 wird Innenminister de Maizière Rede und Antwort stehen. Und dann werden wir sicherlich hoffentlich mehr wissen über das, was da seitens der Bundespolizei schiefgelaufen ist, wenn die drei beteiligten Herren hier denn überhaupt zur Aufklärung beitragen können und wollen. Sie haben ja schon bisher etliche Ausschusssitzungen besucht. Welchen Eindruck hatten Sie denn bisher von diesen Sitzungen? Und nehmen Sie aus diesen Eindrücken mit, dass der Ausschuss die Ereignisse rund um diese Silvesternacht in Köln wirklich restlos aufklären kann? Ja, das ist schwierig. Restlos aufklären lassen wird sich das Geschehen sicherlich nicht mehr. Das ist jetzt heute die 157. Zeugenvernehmung in der 50. Ausschusssitzung des sogenannten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 4 im Landtag hier. Vieles war vor Beginn dieses Ausschusses schon klar und ist an die Öffentlichkeit gelangt. Die Fragen, die man noch klären muss, ist natürlich, warum ist zu wenig Polizei in der Silvesternacht vor Ort gewesen? Warum hat die Kölner Polizei das Angebot der Landeszentrale für polizeiliche Dienste nicht angenommen, noch Verstärkung nach Köln zu schicken? Da haben wir immer wieder ausweichende Antworten gehört. Und man hat hier auch immer wieder von den Beteiligten aus dem Innenministerium und von der Kölner Polizei gehört, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, da ist eine andere Abteilung für zuständig, da müssen Sie jemand anderen fragen. Dem Ausschussvorsitzenden Peter Biesenbach von der CDU ist hier oft der Kragen geplatzt, weil er gesagt hat, das kann doch eigentlich nicht sein, dass hier alle die Verantwortung weiterschieben und niemand zuständig gewesen sein will. Es war sicherlich ein Zusammenwirken aus fehlender, mangelnder Kommunikation und ein bisschen Sorglosigkeit, so nach dem Motto, lass das mal die anderen machen, das wird sich schon regeln. Wie steht es denn um die rein juristische Aufarbeitung? Immerhin sind von rund 1200 Anzeigen bisher nur 30 Täter strafrechtlich verfolgt worden. Ja, das stimmt. Das ist ein schwieriges Feld. Also im Februar, März haben die Prozesse begonnen gegen die, die auf der Anklagebank saßen. Man muss sagen, tatsächlich, es waren 1200 Anzeigen, davon 500 ungefähr wegen sexueller Übergriffe. Es gibt seitens der Staatsanwaltschaft rund 300 Ermittlungsverfahren gegen beschuldigte Täter. 150 davon sind Marokkaner oder Algerier. Und inzwischen ist es so, dass 33 Prozesse anberaumt sind. Davon sind ungefähr 20, etwas mehr als 20 schon über die Bühne gegangen. Und die Bilanz ist, ein einziger Täter ist wegen eines sexuellen Übergriffs verurteilt worden. Er sitzt, wie wir hören, in Abschiebehaft. Bei den anderen war das Ermitteln, war der Prozess und die Beweisführung relativ schwierig, weil es oft so war, dass die Opfer die vermeintlichen Täter dann im Prozess nicht einwandfrei, zweifelsfrei identifizieren konnten und sie dann eben wegen der Anklagen sexueller Übergriff auf freien Fuß gesetzt werden mussten. Von daher gibt es dieses eine Urteil wegen eines sexuellen Übergriffs. Es gibt viele kleinere Urteile, Geldstrafen oder Bewährungsstrafen wegen Hehlerei oder wegen Diebstahl. Die Ermittler sagen, das ist eine positive Bilanz angesichts der schwierigen Umstände, angesichts der schlechten Beweislage und der Dunkelheit und dieses sogenannten Turbulenzgeschehens, was in der Silvesternacht herrschte. Inwieweit gerät der Ausschuss denn in die Gefahr, zum Wahlkampfinstrument zu werden? Schließlich sind in Nordrhein-Westfalen ja im Mai 2017 Wahlen zum Landtag. Ja, das ist es schon immer mal wieder gewesen hier in den vergangenen Sitzungen. Also Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD war hier im Ausschuss geladen, Innenminister Ralf Jäger von der SPD war geladen und das natürlich alles auf Betreiben von CDU und FDP hier im Landtag. Und heute schon wollte man den Spieß mal umdrehen und hat gesagt, wir von SPD und Grüne würden gern auch mal hören, was Bundesinnenminister de Maizière dazu zu sagen hat und wo seine Verantwortung und welcher Verantwortungsbereich liegt.
Das Ganze droht dann nächstes Jahr tatsächlich zum Wahlkampfthema zu werden. Am 13. Dezember soll der letzte Zeuge hier befragt werden. Und im März, April ungefähr geht es dann darum, den Abschlussbericht zu verfassen dieses Untersuchungsausschusses. Und da wird es natürlich ein großes Feilschen um die Formulierungen gehen, damit da nicht Verantwortliche tatsächlich benannt werden. Und man kann sich vorstellen, das Thema innere Sicherheit ist sowieso schon immer ein Wahlkampfthema gewesen. Und wenn dann kurz vorher, wenige Wochen vor der Landtagswahl, hier der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses vorgelegt werden soll, da kann man sich denken, dass das natürlich in den Wahlkampf mit hineinspielen wird. Also was ist nicht alles schon passiert? Eine öffentliche Debatte, ein Untersuchungsausschuss, sichtbare Konsequenzen bei der Polizeipräsenz. Das sind Folgen der Geschehnisse dieser Silvesternacht. Ist denn das Vertrauen der Bevölkerung in die öffentliche Sicherheit dadurch auch wieder gewachsen? Ja, ich glaube, in Köln tatsächlich. Es ist ja ein großes 46,9 Millionen Euro schweres Programm aufgelegt worden, ein 15-Punkte-Programm seitens der Landesregierung. Dazu gehört mehr Personal bei Justiz, mehr Personal bei der Polizei, aber eben auch deutlich mehr Polizeipräsenz. Man sieht das derzeit und immer noch am Kölner Bahnhof ganz deutlich, wenn man da vorbeigeht oder vorbeifährt. Eine Hundertschaft sorgt dort für Sicherheit. Hat es lange keine schwerwiegenden Vorkommnisse mehr gegeben. Silvester soll es ein umfangreiches Einsatzkonzept geben. Das muss im November noch abgestimmt werden. Man spricht davon, dass 1500 Polizisten in der Silvesternacht rund um den Bahnhof Streife gehen sollen. Also sowohl Bundespolizei als auch Landespolizei und Ordnungsamt von der Stadt Köln. Spötter sagen schon, Kölner Bahnhof wird in der Silvesternacht einer der sichersten Plätze Deutschlands. Und man wird sehen, wie sich das dann tatsächlich auswirken wird. Aber klar, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger ist besser geworden seit der Silvesternacht, eben weil man reagiert hat und weil man eben auch reagieren musste, zumindest in Köln. Ralf Goldmann, vielen Dank nach Düsseldorf.